In Bruchhausen-Vilsen habe ich Leute im Visier, die vielleicht meine Ente nach Hause schleppen könnten. Dieses Schild hier macht mir jedenfalls Hoffnung. Jetzt willst du noch mehr alten Klumpatsch zulegen? Da steht Bergung. Vielleicht können die meine Ente bergen. Ah. Gerd Bose und Sohn Nico winken schnell ab. Sie kümmern sich eher um andere alte Sachen. Älter als meine Ente. Sachen, die teilweise einige hundert Jahre alt sind. Wir machen das seit 25 Jahren, dass wir alte Gebäude abbauen und die Baustoffe einfach wiederverwenden. Für alte andere Gebäude oder für Neubau oder was den Leuten alles so einfällt, was man damit machen kann. Und das ist eine Menge. Eigentlich wollte der gelernte Tischler Möbel restaurieren. Als er aber Materialien für seine eigene Hofstelle gesucht hat, änderte sich sein Plan. Er fing an, Sachen anzusammeln. Und dann liegt plötzlich sowas auf dem Hof. Was da hinten ist, das ist also aus dem Bremer Dom, die hinten sind 30 Paletten. Genau, das ist ja das Kapitell. Hier oben ist eine Platte drauf, ein T-Stück. Und das sind die einzelnen Segmente. Mensch, hier so ein Dom als Bausatz für einen Garten. Ja. Was kostet der denn? Wahrscheinlich weniger als die Baugenehmigung und die Statik. Also gefühlt findet man hier in jeder Ecke Teile vom Dom. Na, das ist nicht kaputt. Ist doch schon kaputt. Wenn der Bremer Bürgermeister zuguckt und vielleicht hier mal vorbeikommt, dann kann er für den Bremer Dom Ersatzteile mitnehmen. Hinten auf dem Gepäckträger, auf dem Fahrrad vielleicht oder so. Also ich persönlich würde immer alte Materialien bevorzugen. Aber warum das nicht jeder bei seinem Neubau so einfach verwenden möchte, hat einen ganz banalen Grund. Das ist nicht einfach und das ist auch sehr teuer. Wenn man so eine große Hofanlage hat, ist man schon ein paar Wochen oder Monate mit beschäftigt. Aber gerade jetzt in Zeiten der Rohstoffknappheit lohnt es sich, etwas mehr darüber nachzudenken. Die Anfragen werden mehr, weil die Leute einfach mehr Geld bezahlen müssen für neues Material und immer länger warten müssen, gerade bei Holz. Und man kann seinen eigenen CO2-Abdruck selbst ins Gleichgewicht bringen, wenn man zum Beispiel alte Steine wiederverwendet. Ja, es ist sehr CO2-sparend. Also gerade die Steine, so sind sie wieder Stein- oder Dachpfannen und die müssen nicht neu gebrannt werden. Also wir haben Architekten, die nur ihren Kunden diese Sachen sagen. Weil er sagt, wenn ich einen Kunden davon überzeuge, alte Steine zu nehmen jedes Jahr, dann kann ich Auto fahren mit gutem Gewissen. So gesehen, dann bin ich ja fast CO2-neutral unterwegs mit meiner Ente, die ja immer nur steht. Wenn ich jetzt noch mein Handy weglasse und meine Notizen woanders verewige, mache ich alles richtig. Früher muss man ja immer bedenken, man hat ja keinen Zollstock gehabt und nicht mal eben so einen Bleistift oder Kulischreiber oder Papier. Man hat sich da anders beholfen. Das ist wie immer noch so die Tischler-SMS, sagt man dazu. Dann nimmt man so ein Holzstück und schreibt da eben was drauf. So Feierabendpfanne quasi. Also das hat man nach Feierabend dann da reingeschrieben, wie viele man geschafft hat. Etwas schwererer Notizzettel. Genau. Wenn Geld und Zeit da ist, wird mein nächstes Bauprojekt aus alten Materialien gemacht. Da muss man auch mit den kleinen Fehlern leben, wie zum Beispiel die Löcher oder dass da mal einer mit der Kettensäge reingehauen hat. Das gehört zu dem alten Material dazu. Das lebt von den kleinen Macken. Wir haben alle unsere kleinen Macken. Ich nicht. Ja, außer. Ja, es geht außen. Ja, außer mein Kameramann, das ist klar. Ich mag Macken. Apropos, bevor ich mir alten Krams nach Hause hole, kümmere ich mich erstmal um meine Ente.